Franziska, Knuppe und Triumph. Ein eingespieltes Team, das den richtigen Dreh raus hat. Das Topmodel steht für die neue Dirndl Deluxe Kollektion vor der Kamera. Bei diesem Anblick kann man nur sagen, Daumen hoch. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ja, es ist ein Team, was ich mittlerweile natürlich auch kenne. Wir sind eigentlich ein sehr eingespieltes Team. Es macht ja immer wieder Freude. Natürlich sind die Kollektionen immer wieder anders. Also man sieht und entdeckt Neuigkeiten. Es wird neu gestylt, weil natürlich auch jedes Jahr ja, andere Geschmäcker, neue Dinge werden hervorgehoben. Dieses Jahr sind wir ja Dirndl Deluxe, also ein bisschen noch auf der edleren Schiene. Und ja, also es hat wahnsinnig Spaß gemacht, wie immer, kann ich nur sagen. Nicht nur optisch sollen die Dessous überzeugen, auch der Tragekomfort muss stimmen. Denn schließlich wird auf dem Oktoberfest lange gefeiert. Zwickende Unterwäsche ist hier besonders unerwünscht. Also was mich immer wieder fasziniert, ist, dass bei allen Triumph-Kollektionen und speziell natürlich auch bei der Dirndl-Kollektion, die wir heute geschossen haben, dass man sich immer in den Teilen sofort wohlfühlt. Also es ist nicht irgendwie einschnürend oder es zwickt nichts, es klemmt nichts und trotzdem hat es den wahnsinnigen Push-Effekt. Und ohne, dass man jetzt gleich sagt, oh, 5 Minuten, aber länger nicht, sondern man fühlt sich eigentlich den ganzen Tag oder ganzen Abend dann auf dem Oktoberfest natürlich auch wohl. Für die 36-Jährige ist klar, sie will nicht nur zeigen, was man auf der Wiesn drunter trägt, sondern auch live dabei sein. Die gebürtige Rostockerin hat bereits bewiesen, dass ein Nordlicht auf dem Oktoberfest feiern kann. Das Faszinierende am Oktoberfest, finde ich, ist, dass in den 2 Wochen alle Leute hemmungslos feiern. Also so ohne Punkt und Komma. Man muss mitsingen, mittanzen, irgendwann steht man auf den Bänken und irgendwann steht man auch, also nicht nur auf den Stühlen, sondern halt auch auf den Bänken. Und ja, das gehört dazu, wenn du da sitzen bleibst, besteht die Gefahr, dass du rausgeschmissen wirst, auf Deutsch gesagt. Bei diesem Anblick dürfte dem einen oder anderen Mann die Luft wegbleiben. Den Frauen im engen Dirndl sollte dieses Schicksal dagegen besser erspart bleiben. Wie das funktioniert, Franziska Knuppe weiß es. Passt natürlich jetzt keine Luft dazwischen, das ist ja auch der Sinn der Sache, dass es hauteng ist. Nur so kannst du natürlich auch einen Push-Effekt erfüllen. Und ja, es ist wie eine zweite Haut. Man soll es ja eben nicht spüren, gerade unter einem Dirndl, wo es eh schon alles sehr eng ist. Wenn es dann noch klemmt oder unangenehm ist, dann möchte es ja auch nicht tragen. Also muss es wie eine zweite Haut sitzen und auch wahnsinnig angenehm sein. Wir freuen uns auch schon auf das Oktoberfest. Bei diesen Dessous nicht verwunderlich.